Der Ostklassiko BFC Dynamo gegen Carl Zeiss Jena. Schon 1958 trafen die Vorgängervereine zum ersten Mal aufeinander. René Klingbeil, fußballerisch beim BFC groß geworden, wartet noch auf den ersten Saisonsieg. Das Team von Heiner Backhaus wollte den zweiten Dreier in Folge. In den letzten Jahren gab es für den BFC gegen Jena nichts zu holen. Und auch diesmal begannen die Thüringer stark. Die fünfte Minute. Maximilian Kraus auf dem linken Flügel zieht nach innen. Erster Torschuss. Nicht ungefährlich. Maximilian Kraus, der nach langer Fußverletzung ja zuletzt in Babelsberg sein Comeback gefeiert hatte. 22. Minute, Freistoß Jena, Lukas Lemmel. Das ist ein Experte bei ruhenden Bällen. Das wissen Sie natürlich auch beim BFC. Lemmel und die Latte rettet für Leon Bethke. Lukas Lemmel, tolle Schusshaltung. Der Ball an das Aluminium. Bethke wäre da wohl kaum herangekommen. Eine Minute später, Muyomo, der auf der Rechtsverteidigerposition aushelfen musste. Endres, neu in der Startformation, Joshua Endres. Gute Stimmung im Gäste-Fanblock bei den mitgereisten Fans aus Thüringen. Eine gute halbe Stunde vorbei. Endres bekommt den Ball, ist von Eder nicht zu halten. Körpertäuschung und das 1:0 für Carl Zeiss Jena. Joshua Endres, der Neuzugang vom TSV Aubstadt. Aus der Regionalliga Bayern. Von Joel Richter kam der Pass. Dahlke lässt passieren und Eder kommt einen Schritt zu spät. Aber wie Endres das dann macht gegen Eder. Hier nimmt er nochmal das Tempo raus, lässt den Innenverteidiger aussteigen und mit der Pike lässt er Leon Bethke im Tor keine Chance. Die Führung für den FC Carl Zeiss Jena zu diesem Zeitpunkt verdient für Endres das erste Tor im Jena-Trikot. Der BFC aber, der ja klar formuliert hat, in dieser Saison aufsteigen zu wollen, hatte eine schnelle Antwort parat. 33. Minute, Rea hat alle Zeit zum Flanken und da ist Dadaschow. Der Königstransfer, Rufat Dadaschow, fünfter Treffer im fünften Spiel für den Heimkehrer. Rea hat ja viel zu Zeit zum Flanken. Kein gutes Abwehrverhalten der Jena. Halili und Muyomo stehen völlig falsch. Und Dadaschow kann aus 5 Metern ungestört einköpfen. Maximus Babke, der junge Torhüter, 19 Jahre, Eigengewächs der Jena, der Kunst wieder vertreten musste, ohne Chance. Die Defensive der Jena, die kurzfristig auf ihren erkrankten Kapitän Striezel verzichten mussten, war nicht gut sortiert. Nur 3 Minuten später der BFC wieder über die rechte Seite. Breitfeld, Flanke abgewehrt, aber genau zu Dadaschow und der schnürt den Doppelpack. Rufat Dadaschow, was für eine Tormaschine, 6. Treffer im 5. Spiel. 2017-18 hatte er ja schon das BFC-Trikot getragen. Damals Torschützenkönig mit sage und schreibe 25 Treffern bis heute. Rekord in der Regionalliga Nordost. Und hier trifft er schon wieder. Aber das Defensivverhalten der Gäste wieder nicht gut. Halili mit der Kopfballabwehr zentral direkt zu Dadaschow und Babke wieder ohne Chance. Trotz des Rückstandes zur Halbzeit, die Stimmung im Jena-Fanblock gut. Aber wer nun ein Aufbäumen erwartet hätte, der sah sich getäuscht. Denn der BFC kam besser aus der Kabine. Vassileios Dedides, der ja aus Jena nach Berlin gekommen war, mit der ersten Chance im zweiten Durchgang. 55. Minute, Alazave, der Innenverteidiger. Gute Kopfballmöglichkeit, Daumen hoch von Heiner Backhaus. Sein Team hatte hier alles im Griff. 57. Minute, schnell ausgeführter Freistoß, Dahlke für Löder, aber der kann den Ball nicht kontrollieren. Elias Löder mit 3 Treffern, bester Torschütze des FC Carl Zeiss Jena. Eine Viertelstunde vor dem Ende, Freistoß, Lukas Lemmel, der macht's wieder direkt. Der Ball flattert, aber Leon Bethke hat ihn dann im zweiten Versuch sicher. Na, das waren die Chancen des FC Carl Zeiss, keine wirkliche Torgefahr und die Thüringer schwächten sich selbst. Benjamin Zank, der Mittelstürmer, war gekommen und holte sich hier nach dieser Aktion gelb-rot ab in der 84. Minute. Letzte Möglichkeit, Jena 4 Minuten vor dem Ende. Max Grimm eingewechselt, keine Kontrolle über den Ball
Und das war's dann. So kannst du den BFC Dynamo nicht in Bedrängnis bringen. Die Berliner gewinnen dank Doppelpacker Dadaschow. Ja, als wäre ich nie weg gewesen. Macht Spaß hier mit der Mannschaft, mit den Fans hier im Stadion. Es ist einfach ein geiles Gefühl, wieder hier zu sein. Wie er sich mit diesem Verein identifiziert, wie er Verantwortung übernimmt, das ist jeden Tag im Training wunderbar zu sehen. Der führt die jungen Spieler. Und so einen Rufert hätten wir gerne auch nochmal auf einer anderen Position. Vielleicht, dass wir mehr von den Jungs haben, die diese Verantwortung auch übernehmen. Aber er ist einfach sehr torgefährlich und ich habe selten einen Spieler gesehen und vor allem noch nie trainiert, der diese Abschlussstärke hat. Also ich weiß, wie der Verein funktioniert. Ich bin sehr, sehr gerne hier. Ich habe hier gespielt. Dann warst du Co-Trainer, jetzt bist du Trainer. Das ist ja fast ein Fußballmärchen. Ich kann hier gegen den BFC Dynamo Trainer sein, wo ich mal selber Spieler war. Ich meine, ich weiß das schon zu schätzen. Ich weiß das auch einzuordnen. Bin da sehr dankbar für diese Position, dass ich da, sag ich mal, arbeiten kann. Ist doch völlig normal, dass der eine oder andere da auch mal ein bisschen Kritik äußert. Ist ja völlig normal. Das ist im Fußball nun mal so. Ist ein Ergebnissport. Aber ja, ich bin... Wenn ich das Feuer in den Augen habe, wenn ich das Feuer bei meinen Jungs sehe, dann brauchen wir einfach mal diesen Bock, den wir umstoßen müssen und dafür arbeiten wir hart. Harte Zeiten für Klingbeil und Co. nach dem 5. Spieltag immer noch ohne Sieg. Der BFC hingegen nach dem Dreier im Ostklassiko mit 10 Punkten wieder voll auf Kurs.